神様、助けて、お願いします。Yokoso und willkommen! Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich werde heute meine erste Japanisch-Klausur schreiben, beziehungsweise Japanisch-Prüfung, eine von zwei jetzt in nächster Zeit. Heute ist der schriftliche Teil dran und in, ich glaube, 4 Tagen, 5 Tagen ungefähr ist der mündliche Teil dran. Ich bin sehr gespannt, werde mich da jetzt gleich auf den Weg machen. Und dann, wenn ich wieder zurückkomme, ein kleines Review davon drehen, wie ungefähr die Klausur war, was vorkam und wie es für mich war und ob ich gut klargekommen bin. Wenn man das Ganze hier jetzt ein bisschen runterdreht, dann sieht man da auch den ganzen Stuff, den ich schon habe und den ich jetzt noch zusammenkramen muss, weil ich mich noch mit ein paar Leuten vor der Klausur treffe, dass wir uns ein bisschen zusammensetzen können und nochmal alles besprechen können. Okay, let's go zur Klausur. So, wie man wahrscheinlich sehr gut erkennen kann an der Dunkelheit draußen, ist es mittlerweile abends. Ich bin zurück von meiner Prüfung und ich muss sagen, es war tatsächlich wesentlich einfacher als gedacht. Also die Dozenten waren da sehr, sehr großzügig, was die Aufgaben angeht. Wir hatten zuerst eine Aufgabe, die Hörverständnis anging. Da haben wir einen kleinen Text bekommen. Erstmal Informationen über einen Raum, wo wir einfach sagen mussten, ob die Aussagen, die über diesen Raum getroffen werden, wahr sind oder falsch sind. Und dann haben wir noch einen kleinen Dialog mitbekommen, wo gesagt wurde, in welches Restaurant die Leute gehen wollen und ob es da lecker ist, teuer oder whatever. Das waren ziemlich, ziemlich einfach konstruierte Sätze. Also das waren Sachen, die haben wir in den ersten 3 Stunden oder so gelernt. Danach kam ein Diktat, was schon ein bisschen schwieriger war und da kann es auch sein, dass sich bei mir ein Fehler eingeschlichen hat. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir hatten Kästchen für die Zeichen und haben dann 5 Wörter nacheinander gesagt bekommen und die mussten wir halt in Schriftzeichen in diese Kästchen einordnen. Und dadurch, dass es im Japanischen 2 Schriften gibt, die praktisch Laute basierend bzw. silbenbasiert sind, war es doch schon relativ schwierig, da herauszufinden, okay, wird das Wort jetzt mit Hiragana oder mit Katagana geschrieben? Das habe ich aber, denke ich mal, ziemlich richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht in einem Wort oder so Zeichen vertauscht habe oder so, oder ein Zeichen nicht richtig gemalt habe. Das kann ich nicht so garantieren. Wenn ich genau so stehe, sieht man die Softbox perfekt in meiner Brille. Das würde ein gutes Thumbnail machen. Nach dem Diktat wurde die Klausur aber wieder wesentlich einfacher, denn da mussten wir nur ein paar Kanji lesen und die in Hiragana umschreiben. Dann mussten wir noch was vor der letzten Aufgabe machen? Ich glaube nicht, dann mussten wir einfach nur noch 2 E-Mails lesen, in denen 2 Personen über ihre Wochenplanung geredet haben und mussten dann herausfinden, okay, an welchem Tag hätten beide Personen Zeit, sich zu treffen. Und das war tatsächlich so vom schriftlichen Teil, das war auch nicht so schwierig, weil anhand der Kanjis konnte man halt die Wochentage sehr gut unterscheiden und ich bin zuversichtlich, dass ich da alles soweit richtig habe. Tatsächlich gab es dann aber noch eine Zusatzaufgabe, wo drüber stand, dass das absolut nicht benotet wird und nicht in die Bewertung mit einfließt. Das war einen kleinen Aufsatz über sich selber zu schreiben. War, glaube ich, einfach dafür da, dass die Dozenten wussten, dass die meisten relativ früh fertig werden würden. Denn wir hatten 75 Minuten Zeit für die komplette Klausur. Im Endeffekt habe ich für den schriftlichen Teil, also für alles, das Diktat in der Zeit, wo wir das gesagt bekommen haben, mal ausgeschlossen. Vielleicht waren das noch 5 Minuten oder so. Habe ich 20 Minuten für den kompletten Part gebraucht und saß dann 1/2 Stunde wie viele andere auch darum. Also ich will jetzt nicht irgendwie mich darstellen, als wäre ich super gut gewesen oder so. Es erging einigen so. Also die Klausur war schon relativ einfach und ich sag mal, da schleichen sich dann wirklich nur Flüchtigkeitsfehler ein. Ich glaube, viel mehr habe ich heute auch gar nicht zu erzählen. Das hat eigentlich den ganzen Tag ziemlich gut zusammengefasst. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder und hoffentlich klappt endlich eine Videoidee, die ich schon seit längerem vorhabe. Dafür brauche ich allerdings jemanden, der Zeit hat und ich denke, das wird cool, wenn es klappt. Ansonsten kommt Zeit später und dann kommt ein anderes Video oder kein Video. Ihr kennt das. Das ist cool. Matane!